Das MFI verliert keinen Strom. Das ist also genug. Meine Fresse, ey. Geht doch mal weg. So, das ist genug, aber ist halt trotzdem sehr langsam. Und, buchstäblich, wenn der voll ist, bekommen wir ein einziges Ohr. Und es schadet mir nicht. So, der Laser Drill ist also das, ist ja seltsam. Der Laser Drill ist der, der die Laser Base anfeuert. Das heißt, wir brauchen immer wieder mehr Pink Slime, um das zu machen. Okay. Ist ja interessant. Ist andersrum, als ich gedacht hätte, aber interessant. Den Mob Duplicator, den könnten wir buchstäblich auch hier hinstellen, weil es eigentlich egal ist. Wir haben ja hier volle Kontrolle drüber. Nicht wahr? So. Man könnte jetzt hier einfach wieder Mob Imprisonment Tool einbauen und dann hier einen neuen Pink Slime craften, wenn man das dann benötigt. So. Und wie es aussieht, scheinen wir das zu benötigen. Der Laser Drill braucht halt auch die Diamond Gears. Das ist halt auch teuer, ne? Das ist nicht abzuweisen. Nicht von der Hand zu weisen. Aber vielleicht ist es das wert? Fragezeichen. Vor allem, wenn wir es irgendwann mit Solar Panels betreiben können und ich den vielleicht mal ein paar Stunden laufen lassen kann, damit wir Zeugs bekommen. Mit dieser Drill Depth weiß ich gerade nicht, wozu das ist, was wir damit festlegen sollen, weil ich weiß nicht, was das soll, ganz ehrlich. So, der braucht 100 Redstone-Flugs pro Tick alle 30 Ticks. Wenn wir jetzt 4 davon haben, dann braucht er natürlich 400. Das ist natürlich erheblich mehr, ne? Das lässt sich ausrechnen. So, wenn der hier fertig ist, bekommen wir ein einziges Ohr. Und das wird unterwältigend sein, aber da, ein einziges Iron-Ohr. Das war jetzt Zufall, dass wir Iron bekommen. Wir können ja alles bekommen. Aber der Punkt ist, dass das Ding einfach für immer läuft. Der wird nie aufhören und ihm wird auch nie irgendwie die Ressourcen ausgehen. Der wird immer funktionieren. So. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Das können wir ruhig in der Basis machen hier. Gegen ein paar Pink Slime kämpfen. Die sind nicht allzu gefährlich. Das kann man durchaus machen. Cool. Das ist ja jetzt für uns die einfachste Ressource, weil wir diese Essence, die wir brauchen, so oder so immer von unseren Furnaces bekommen. Von daher ist das überhaupt nicht kompliziert, das ist überhaupt nicht schwierig. Das ist etabliert und Pink Slime ist für uns sehr einfach herzustellen. Cool. Wirklich cool, kann man nicht anders sagen. Okay. Das bedeutet eigentlich, wir sollten hier... A Chemical Core Block, Mobius Fuel. Da ist schon wieder Aetherlalus Fuel. Donnerwetter. Warte mal, wollen wir den mal kurz hier reinmachen und hoffen, dass ein Alchemical Core Block draus wird? Damit es wieder eins ist. So. Okay, das haben wir. Dann könnten wir... ich habe hier Sachen reingetan, die wir eh nicht brauchen. Weil Electrotine werde ich nie machen. Und Uranium Ore, das ist so eine Verschwendung. Ich werde so oder so kein Reaktor bauen. Von daher kann das da einfach rein. Habe ich mir da irgendwann gedacht, das wäre albern, wenn wir das aufheben. So. Wir brauchen hier eigentlich mal Upgrades auf Gold. Wo wir gar nicht mehr so viel von haben. Weiß ich nicht, ob ich das gut fände. Hm. Ich weiß nicht. Wie sieht denn das hier aus? Was hat denn der jetzt gebuddelt? Noch gar nichts. Seht ihr, das ist halt... Es ist halt schon relativ dramatisch. Okay. Der bekommt genug Strom. Das ist also nicht so, dass wir irgendwie zu viel Strom verbrauchen oder sowas. So ist es überhaupt nicht. Wir bräuchten jetzt hier nur noch mehr Redstone. Holz und Glas und das Stained Glass Pane habe ich noch. Vielleicht können wir sogar nochmal einen bauen. Wir haben nochmal eine White Laser Lens. Nochmal ein Block of Redstone. Nochmal ein Machine Casing mit mehr Iron und mehr Gold. So. Okay, nochmal normales Glas brauchen wir. Da kann das Stained Glass weg und normales Glas rein. So. Okay, brauchen wir nur nochmal einen Glowstone. Haben wir gerade nicht. 1, 2, 3, 4. So. Ein normales Glowstone. Bloß nicht das Inventar mit irgendwas voll machen. Das ist furchtbar. Ich hasse das. So. Und dann brauchen wir nur nochmal
zwei Gears. So. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir genug haben. Weil ich... Uns wird zumindest Diamanten jetzt ausgegangen sein, die wir uns natürlich herstellen könnten. Deshalb haben wir dieses ganze System überhaupt. Mit dem Energy Condenser und Collector und sowas, um Diamanten herzustellen, wenn wir sie brauchen. So. Das ist ja nicht das Einzige auf der Welt, was wir benötigen, aber die benötigen wir immer wieder mal. Und jetzt brauchen wir gerade ziemlich viele. Und Aeternalis Fuel ist ja 1:1. So, wir brauchen... Okay, das war's. Das reicht schon. Das Electrotine hat uns schon sehr viel gegeben. Gut. Dann haben wir hier nochmal zwei Diamond Gears. Und das bedeutet, wir haben einen zweiten Laser Drill. Sehr gut. Fantastisch. So, den können wir dann von mir aus dahin stellen. Der hat jetzt nur leider keinen Strom und deshalb wird er dadurch nicht schneller. Ein Redstone-Ohr haben wir bekommen. Ist doch wunderbar. Ein einziges. Vielleicht können wir hier unter Tage weitergehen. Das wäre eigentlich ganz, ganz schick. Wenn wir das machen würden, dann können wir hier die einfach unterirdisch mit Strom versorgen, dann sieht man das nicht. Ich weiß, ich sag die ganze Zeit immer, das ist mir egal, aber an der Stelle, wenn es hier draußen ist, das ist schon schicker, wenn wir das so machen. So, da brauchen wir nur ein bisschen Redstone, Glas und Silver und ein bisschen von dem Kabel müssten wir eigentlich noch übrig haben. Da, MV Flux Cable. Wir bauen einfach mal noch eins. So, und das sollte dicke reichen. Und dann müsste das alles eigentlich schon doppelt so schnell gehen. Und das müsste ein ziemlich großer Fortschritt sein. Okay, so und so. Und wenn der hier Strom hat, dann müsste das hier schon doppelt so schnell laufen. Ja, durchaus. Durchaus. Und wir könnten es nochmal doppelt so schnell machen, indem wir noch zwei Laser-Drills bauen. Ich finde die Namensvergebung sehr verwirrend und irreführend. Okay, das Wichtigste ist jetzt immer, dass wir auf unseren Stromverbrauch Acht geben, dass wir nicht mehr verbrauchen, als wir haben. Und das ist jetzt tatsächlich am Limit. Es ist am Limit, ganz offiziell. Okay, das bedeutet, wir werden eins machen müssen, nämlich wieder mehr Dings herstellen. Okay, jetzt machen wir unsere Chests größer. 4 Stück, Gold, Gold, Gold und nochmal Gold. So, meine Fresse, das ist teuer. Okay, aber dann können wir hier mal unsere Chests vergrößern. Bam und bam und bam und bam. Und jetzt haben wir viel mehr Platz. Gut. Also wir werden zwangsweise wieder unserem Warum kann ich denn nicht reden? Wir werden zwangsweise unsere Stromversorgung vergrößern müssen und wieder mehr Solar Panel bauen. Das ist jetzt tatsächlich Nummer 1 Priorität, könnte man so sagen. Und wenn wir nicht genug Materialien von irgendetwas haben, dann können wir das ja herstellen mit unserem Energy Condenser. So, das läuft jetzt alles schön in einem Kreis, damit wir das herstellen können, was wir in dem Moment gerade benötigen. Was gerade am wichtigsten ist. So, und wenn wir jetzt hier wieder rangehen und sagen, der soll uns ein Low-Voltage Solar Panel bauen, dann sagt er, er braucht Refined Iron Ingot. So. Und dann können wir uns jetzt hier einfach ein Stack Iron Ingot nehmen und packen hier da einiges rein. So. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel reinmachen und die andere Hälfte da reinmachen. So. Und dann bekommen wir ein Stack Iron Ingot. Refined Iron Ingot. So. Und dann werden wir halt mal sehen. Ne? Das ist jetzt einfach etwas, wo man beibleiben muss, wo man immer wieder mal welche craften muss. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man so viel Refined Iron Ingot braucht. Rubber. Ah, Gott. Da fängt es wieder an mit Rubber. Das könnte sein, dass wir da wieder etwas an EMC machen müssen. Sticky Resin haben wir noch. Wir haben aber tatsächlich nicht mehr so viel Rubber.
Wir werden mal ein Sticky Resin aufheben, um es zu vervielfältigen, wenn es denn nötig wird. Coal Dust. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Coal Dust, das brauchen wir... Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wofür wir das brauchen. Das brauchen wir, glaube ich, für den, ja, klar, für das Solar Panel an sich brauchen wir Coal Dust. Okay, interessant. Und wir werden wahrscheinlich auch noch mehr Glas benötigen. Aber Glas ist dann auch so eine Sache, nicht nur, dass wir Sand haben, was wir gut verarbeiten können. Wir haben ja auch so, ich meine, Glas ist ja nichts wert. Das können wir so oder so sehr schnell herstellen. Das ist eigentlich nicht das große Problem, wenn es hart auf hart kommt. Jetzt brauchen wir erstmal Coal Dust. Da kommt das Rubber an. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn draußen der Laserdrill läuft, und der läuft immer, und hier drin laufen auch noch die Maschinen, dann haben wir nicht mehr genug Strom. Also jetzt kommen wir schon, bekommen wir Probleme, dass wir nicht genug Strom erzeugen. Übrigens, mit den Glasdächern können wir natürlich unsere Solar Panels auch hier drin hinstellen, weil Sonnenlicht rankommt, und nur deshalb kann der Energy Collector auch hier drin stehen, weil er an Sonnenlicht rankommt. Ansonsten würde er da nicht hinkommen. Aber mit den Glasdächern funktioniert es relativ gut. Das ist eine gute Sache. Warum macht denn der hier gerade... Hä? Oh nein. Oh nein, ach Mann. Coal Dust muss natürlich... Okay. Coal Dust muss natürlich in den roten rein. So, das ist jetzt ungünstig. Das habe ich nicht richtig definiert. Deshalb ist er in den einzigen reingegangen, wo er konnte, nämlich in den gelben. Und dreht sich hier jetzt im Kreis. Also gib mal das her. So. Und dann können wir den wieder daran setzen. Bop. Okay. Und jetzt ist natürlich wieder das ganze System da völlig durcheinander. Weil wenn man einmal eine Pipe abbaut, funktioniert nichts mehr. So. Ich glaube, so funktioniert das. Jawohl. So, wie viel Coal Dust habe ich denn jetzt bekommen hier? Hoffentlich die richtige Anzahl. Ich habe einen halben Stack, glaube ich, reingegeben. Ach, keine Ahnung. Hoffentlich. Ich meine, das ist echt wenig. Irgendwo ist was hängen geblieben. Hier, irgendwo. Ich weiß nicht. Also so wenig Coal Dust habe ich nicht reingegeben. Das glaube ich nicht. Refined Iron Ingot. Das gibt's doch nicht. Wirklich? Immer noch? Wow. Okay. Achso, das habe ich ja immer noch im Inventar. Habe ich noch gar nicht reingetan. Bob. Tin Ingot. Okay. Dann kriegst du nochmal 2 Stacks Tin Ingot. So, was weiß ich denn? Bam. Redstone. Okay. Auch kein Problem. Kriegst du 2 Stapel Redstone. Bam, bam. Zack, da ist eins. Und nochmal. Nee, Refined Iron Ingot. Das gibt's doch. Das ist Wahnsinn. Das ist gar nicht normal, wie viel Refined Iron Ingot man braucht. Okay. Gut, aber wir haben wieder ein Low Voltage Solar Panel. Und die können wir ja prinzipiell immer hier schon an die an das System anschließen, nicht wahr? Au! So. Das können wir ja schon anschließen. Von mir aus machen wir das. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, ob die sich miteinander verbinden, weil ich glaube nämlich nicht. Wir machen das so. Und werden dann hier einfach ein paar Copper-Cable hinsetzen. So. Und dann kann hier eine Reihe von Solar-Panel sich gleich damit verbinden. So. Und dann kann ich hier mehrere Solar-Panel hinstellen, die alle schon schön Tageslicht bekommen. Gut. Okay, die ganzen Stromschläge ignorieren wir mal. Und ich glaube, irgendwo hatten wir auch noch ein Solar Panel. Irgendwo war, glaube ich, eins. Wir hatten 2 gebaut, eins ist draußen und da, ich habe es eben gesehen. Low Voltage Solar Panel. Okay. Ich will nicht, dass irgendwo noch eins drin ist und ich baue am Ende zu viel. Das wäre sehr ungünstig. Natürlich bringt es jetzt in der Nacht nicht sonderlich viel. Aber bam. Ah. So. Okay, der verliert gerade. Nein, er gewinnt Strom. Er gewinnt Strom. Okay, gut. Und wenn wir jetzt schlafen gehen, müsste das erheblich mehr sein. Erheblich besser sein. Von dem, was er gewinnt. Weil wir haben ja jetzt hier diese zusätzliche Unterstützung. Ja, das ist deutlich schneller. Das ist gut. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr so knapp. Sehr schön. Die hier könnten wir eigentlich auch abbauen, weil die Latex Processing Unit, die brauchen wir gerade nicht mehr.
und aus Angst wieder irgendwas kaputt zu machen. Wenn wir hier mal wieder, da war sie eben, die Electric Wrench benutzen. Falls wir wieder irgendwas falsch machen. So, gib das mal her. Upp. Da ist immer noch das flüssige Fleisch im See, was ich da hingeschmissen habe. Eigentlich nicht so geil, aber was soll's. Bisschen Fleisch ins Wasser kippen, was soll's. So, ich weiß immer noch nicht so genau, was mir hier Strom verpasst. Stromschläge. Ich glaube, das ist der, wa? Ja. Nein, es ist vielleicht auch das MFI. Es ist vielleicht beides. Keine Ahnung, Industrial Craft mag mich nicht. Das können wir einfach mal daraus lernen. Das haben wir einfach mal mitgenommen aus diesem Erlebnis. Und daran lässt sich jetzt nichts mehr ändern. Es ist halt so, damit muss ich leben. Wie sieht's hier aus? Refined Iron Ingot. Okay, da haben wir jetzt nochmal einen Stack. Bam. Und, Coal Dust. Nochmal Coal Dust. Okay, dann gib mir mal einen ganzen Stack. So, wie wär's denn, wenn wir den jetzt einfach mal die Redstone Torches verpassen? Und wir gucken einfach mal, ob das dramatisch ist oder nicht. So, Redstone Torch, Redstone Torch. So, und jetzt, ich meine, das hatten wir doch schon mal. So, ich meine, funktioniert das? So, wenn wir das da ran machen, funktioniert das? Nee, sieht nicht so aus. Na toll. Wir können aber vielleicht anders in der Mitte eins machen. So. Und jetzt müsste der eigentlich funktionieren, oder? Ja, genau, jetzt geht der Speed hoch. Wir sehen das, obwohl er gerade gar nichts macht. Das ist eigentlich optimal. Der Compressor, der kann... Funktioniert das, wenn es oben drauf steht? Sieht nicht so aus. Nee. Und funktioniert das so? Das wäre mir eigentlich am liebsten. Aber es funktioniert beides nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay, dann müssen wir halt hier da eine Redstone Torch hinstellen. Und dann gucken wir mal auf F7. Hier kann jetzt wieder was spawnen. Dann müssen wir halt die normale Torch da hinstellen. Okay, jetzt kann hier nichts mehr spawnen. Und der arbeitet auch. Jetzt arbeiten prinzipiell alle Maschinen. Ah, und das reicht gerade so. Also es arbeiten nicht alle Maschinen, sondern wenn man die Redstone-Signal gibt, damit die ihre Geschwindigkeit aufrecht erhalten, dann kostet es nicht so viel Strom, wie wenn sie die ganze Zeit arbeiten würden. Definitiv nicht. Aber es ist natürlich sehr viel besser, wenn wir dann irgendwann mal was reintun, dass er dann sofort mit vollem Speed arbeiten kann. Dann haben wir diese Aufwärmphase nicht mehr. Dann wird es auf jeden Fall alles erheblich schneller werden. Und wir müssen nicht mehr so lange auf unser Zeug warten. So, reicht das schon? Copper! Okay. Dann kriegst du halt nochmal 2 Stacks Copper. So. Bam, bam. Glas. Jetzt braucht er Glas. Okay. Na, dann gib uns mal ein Glas. Und dann stellen wir mal hier ein bisschen Glas her. So. Bop, bop. Das war jetzt natürlich prinzipiell Verschwendung, aber was soll's. Cobblestone. Ach, komm schon, Mann. So. Was jetzt? Refined Iron Ingot. Schon wieder? Warum braucht der denn so viel Refined Iron Ingot? Vielleicht sollten wir mal 2 Stacks machen. So, dann geben wir mal dem 2. Und dem auch nochmal. So, von hier aus. Okay. Und da vielleicht nochmal so und so. Irgendwie ein bisschen verteilen. So, in der Richtung. Okay, so ist es ungefähr gleichmäßig. 2 Stacks bekommen wir jetzt nochmal. Okay, und jetzt verliert er natürlich Strom. Aber er verliert ihn langsam. Das ist halt so der wichtigste Punkt. Er verliert zwar Strom, aber er verliert ihn langsam. Und ich meine, was soll's?